Guten Tag, ihr Lieben. Heute ist der 3. Januar. Heute startet sozusagen Fitnessprogramm Teil 1. Ich fahre jetzt einmal schon mal einkaufen. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich werde jetzt anfangen, meine Ernährung wieder ein bisschen umzustellen. Das heißt, abends auch mal einen Salat und nicht 5 Stullen und mit 3 dicken Salamischeiben oder irgendwas, sondern schon ein bisschen mal darauf achten, ein bisschen zurückzugehen mit der Zunahme der Kalorien. Und Schritt 1 wird jetzt sein, dass ich eine Runde joggen gehe. Also ich zeige euch gleich nochmal meine Sportsachen und jetzt gehen wir erstmal schnell rüber zu den Küchenutensilien, also zu dem Salat, zu Taten. Genau. So, das ist mein Einkauf. Und zwar habe ich einmal gekauft Grapefruits, die möchte ich jetzt morgens wieder essen. Ich habe früher auch jeden Morgen eine Grapefruit gegessen und hatte das Gefühl, irgendwie, es tut mir auf jeden Fall gut. Dann habe ich Frischkäse gekauft und ein Roggenmischbrot. Dunkleres Brot mag ich nicht so gerne, deswegen immerhin schon mal das. Dann habe ich noch gekauft Paprika, Gurke, Äpfel, Bananen und einen Eisbergsalat. Daraus werde ich mir nachher einen schönen Salat machen. Aber wie gesagt, jetzt werde ich erstmal eine Runde joggen gehen. Hier seht ihr meine Laufschuhe und Cleo entdeckt die auch gerade für sich. Das sind Nike-Sportschuhe, die habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren gekauft. Da ich in letzter Zeit nicht allzu fleißig war, was das Joggen betrifft, ja, sehen die noch relativ gut aus. Ich mache ja mehr Indoor-Sport momentan und da habe ich halt andere Schuhe, also Tennisschuhe und die ich auch für Badminton und Squash nutze. So, und während Cleo jetzt noch die Schuhe untersucht, nein, jetzt ist sie fertig, zeige ich euch schnell nochmal meine Sportsachen. So, das sind die Sportsachen. Einmal einfach ein schwarzer Longsleeve, den ich irgendwann mal bei, weiß ich nicht, Lidl, Aldi irgendwo gekauft habe für, nee, Chibu glaube ich, ach, weiß ich auch nicht mehr, irgendwo. Halt mit so einem, na, wie heißt es denn schnell? Mesh-Material, damit das halt also ein bisschen Schweiß absorbiert. Dann habe ich hier noch so eine Art, ja, wie so ein Schalkragen-Dings, aber heute sind fast 10 Grad, werde ich nicht brauchen. Dann habe ich hier noch einen Top von H&M, was ich dann quasi wie als BH, also so als BH trage. Ja, mein Sport-BH nehme ich dann halt eher, wenn ich Indoor-Sport mache und ich 10.000 Sachen noch drüber habe. Und da hinten dann noch einfach eine Laufhose, die ich auch mal irgendwann günstig gekauft habe. Da ich, wie gesagt, nicht allzu oft joggen gehe, brauche ich eigentlich noch nichts Besseres. Und hier habe ich dann noch meine, sieht man wahrscheinlich gerade gar nicht so gut, habe ich noch eine Nike-Laufjacke, die ich ganz gerne anziehe. Da kann man, wenn es wärmer ist, auch die Ärmel abmachen. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich los. Vorher werfen wir nochmal gemeinsam einen Blick auf die Waage und dann ziehe ich mich um und dann geht's los. So sieht es im Prinzip aus. Ich glaube, man sieht gerade gar nicht allzu viel. Das Outfit. Und das bin ich. Und ich würde sagen, es geht los. Also bis später oder bis morgen. Mal sehen, ob ich nachher noch Lust habe, mit euch zu reden. Ich gehe erstmal eine Runde joggen. Hallo ihr Lieben, heute ist der 4. Januar 2013. Es ist wieder Zeit für mein tägliches Video. Und zwar werde ich heute euch gar nicht allzu sehr bei mir haben, sage ich mal. Ich möchte jetzt erstmal diesen Teil hier online stellen. Ich fange jetzt an, hier das andere schon zu schneiden, was ich jetzt die letzten Tage gedreht habe. Und ja, den Teil, den ich jetzt hier gerade für euch erzähle, den werdet ihr nachher auch am Ende des Videos sehen. Also genau jetzt, wenn ihr diese Stelle seht, logischerweise. Cleo wird mir natürlich ganz brav dabei helfen. Nehmen wir sie. Und ja, dann würde ich sagen, laden wir die ersten 4 Tage hoch. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, ob ich es weitermachen soll oder ihr sagt so, hau ab mit dem Scheiß, alles eklig, alles blöd, uninteressant. Ja, und ansonsten hätten wir am Wochenende noch, hoch. Ja, ich hatte bei Zalando Hosen bestellt, also ich habe mir jetzt eine in Berlin geholt, würde euch die aber natürlich trotzdem zeigen. Was wollte ich euch noch zeigen? Weiß ich noch gar nicht genau. Hab das noch gar nicht weiter geplant. Und ja, gut, wenn meine neuen Sachen natürlich getrocknet sind, die ich hier erstmal waschen möchte, bevor ich sie dann auch anziehen kann, ja, dann werde ich euch die natürlich auch nochmal präsentieren, ganz klar. Ne? Also in dem Sinne, mache ich mich jetzt erstmal ans Werk und wünsche euch nachher viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann!